Grüß Gott und ganz herzlich willkommen bei der 168. Folge des bunten Kulturschaufensters von Flott TV aus Günzburg. Neuerdings mit zusätzlicher Sendezeit jeden letzten Samstagabend um 7:30 auf Kabel 9. Weiterhin, wie schon gewöhnt, jeden letzten Sonntagabend um 23.14 Uhr zeitgleich auf Kabel 9 und bei Lokalsat auf Asta Digital. So und nun endlich die Themen von heute. Erstens, kurz beleuchtet, kurz gefasst. Verleihung der Denkmalpreise des Bezirks Schwaben und Donaubilderfluss-Ausstellung im Schloss Höchstädt-Kreis Dillingen. Zweitens, 25 Jahre Berufsfachschule für Musik des Bezirks Schwaben in Grumbach, Kreis Günzburg. Drittens, 17. Rieser Kulturtage im Markt Offingen, Kreis Donau-Ries eröffnet. Viertens, 10 Jahre private Klöppelstube in Offingen-Schnuttenbach, Kreis Günzburg. Und fünftens, Osterkonzert im Kaisersaal des Dominikanerklosters Wettenhausen, Kreis Günzburg. Gute Unterhaltung mit edlen Bieren wünscht die Schlossbrauerei Autenried, dem Guten verpflichtet seit 1650. Im Rokoko-Festsaal der Regierung von Schwaben verlieh Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert in Augsburg den diesjährigen Denkmalpreis, den 8. seit seiner Einführung. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und ging an Manuela Hoffmann-Scherers und Dr. Hermann Josef Scherers für die Sanierung des Wohn- und Handwerkshauses in der Polizeigasse Nördlingen. Die beiden mit je 5.000 Euro dotierten Sonderpreise erhielten Sabine und Manfred Fink für die Sanierung des ehemaligen Bauernhauses in Waltenhofen-Wollmuths und Ingeborg Meyer, Stefanie und Bernhard Krug für die Sanierung des Handwerker- und Bürgerhauses in der Hasengasse Weißenhorn. Mit dem Titel Donau, Bilderfluss, Bewusstseinsstrom wurde im Schloss Höchstädt, Kreis Dillingen, eine Sonderausstellung des Bezirks Schwaben eröffnet. 15 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland vermitteln ihre ureigenste Wahrnehmung des großen Stromes als Natur-, Kultur- und Geschichtsraum von europäischer Bedeutung. Druckgrafiken des 19. Jahrhunderts, Gemälde, Installationen, Zeichnungen, Fotografien und Plastiken zeigen Landschaften und Menschen an dem fast 3000 Kilometer langen Fluss, der durch 10 Länder Europas fließt. Die Ausstellung endet am 5. Oktober. Mit Gottesdienst, Festakt und Jubiläumsprogramm begeht die renommierte Berufsfachschule für Musik des Bezirks Schwaben in Grumbach ihr 25-jähriges Bestehen. Ihr ausgezeichneter Ruf reicht weit über Schwaben hinaus. Die Berufsfachschule für Musik des Bezirks Schwaben in Grumbach hat sich in den 25 Jahren ihres Bestehens wirklich einen guten Namen gemacht. Bayernweit gehören wir heute zu den besten Adressen, wenn es um eine musikalische Berufsausbildung geht. Wir konnten in diesen 25 Jahren 450 Absolventinnen und Absolventen einen musikalischen Berufsabschluss ermöglichen. Beinahe nochmal so viel konnten in irgendeiner Form musikalisch von dieser Schule, von dieser Ausbildung profitieren. Der in Bayern einzigartige Schultyp leistet hervorragende Arbeit im Bereich der Laienmusik, sowohl in klassischer wie populärer Hinsicht. Zudem bietet sie den Absolventen die Chance, sich die Grundlagen für ein Studium an einer Musikhochschule zu erwerben. Die Berufsfachschule für Musik fördert Talente im ländlichen Raum abseits der Zentren. Sie bereichert das kulturelle Leben der Region, indem sie qualifizierte Leiterinnen und Leiter von Chören und Ensembles, Sängerinnen und Sänger sowie Instrumentalisten ausbildet. Dabei fungiert sie in enger, fruchtbarer Zusammenarbeit mit dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund. In einem freiwilligen dritten Schuljahr besteht die Möglichkeit, sich pädagogisch zu qualifizieren, um in Musiklehrberufe einzusteigen. Sollte mich Yehudi Menuhin, der sagt, ohne die Musik ist das Leben nichts, er hat recht. Und wir erleben heute, dass das in Grumbach optimal ist. Ich bin stolz darauf, dass ich Minister für einen Bereich sein darf, in dem das Können im Vordergrund steht
und das selber leisten und das eigene einbringen und die Qualität einbringen, ohne dass jemand deswegen gleich nach Nobel fragt, sondern sich einfach wohlfühlen will. Ich wünsche der Berufsfachschule von Krumbach so viele Impulse, wie die hier gehörten von heute, dass wir dabei nicht vergessen, dass auch der Bereich des Kreativen in unserer Gesellschaft weiterentwickelt werden muss, dass wir uns nicht nur auf Technik und Naturwissenschaften stützen, sondern sicherstellen, dass der Mensch, bevor er sich in die Zukunft wagt, ein ganzes Stück Behaglichkeit für seine Gegenwart zu organisieren weiß, aus der heraus Zukunft von selbst erklingt und neu wächst. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Gott sei Dank, guten Tag. In Marktoffingen, Kreis Donau-Ries, wurden die 17. Rieser Kulturtage eröffnet. Sie wurden vor 34 Jahren vom damaligen, inzwischen verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Dr. Anton Jaumann ins Leben gerufen und erfreuen sich seither steigende Beliebtheit. Träger und Veranstalter der im zweijährigen Turnus stattfindenden Kulturwochen ist der Verein Rieser Kulturtage. In 50 Orten des gesamten schwäbisch-bayerischen und württembergischen Rieses werden heuer über 170 Veranstaltungen jeglicher Couleur geboten. Von Konzerten und Ausstellungen über Vorträge, Exkursionen, Wanderungen, Workshops, Lesungen bis hin zu Aufführungen. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Ausdehnung haben auch heuer wieder traditionsgemäß die beiden Ministerpräsidenten Baden-Württembergs und Bayerns, Günther Oettinger und Günther Beckstein, die Schirmherrschaft inne. Kultur nämlich umfasst im Sinne Jaumanns alle Facetten menschlicher Lebenstätigkeit. Kultur beschreibt, wie wir leben, wie wir miteinander und mit der Umwelt umgehen, wie wir Vergangenes tradieren und uns auf die Zukunft vorbereiten. Wie macht man Kulturtage? Keiner von uns hat das gelernt und jeder von uns versteht etwas anderes unter Kultur. Das ist das Spannende an Rieser Kulturtagen. Wir binden ein, statt auszugrenzen. Wir neigen zum Experiment, statt uns in ausgefahrenen Gleisen zu bewegen. Wir hoffen auf Toleranz und üben sie auch selbst. Komm, liebe Mai, und mache die Bäume wieder grün. Bei der Programmauswahl wurde heuer schwerpunktmäßig die Jugend fokussiert und daher auch entsprechende Programmpunkte aus ihrer Mitte berücksichtigt. Was ist das? Das ist mir nicht ganz geheuer, aber stetig ging ich doch noch etwas näher an das Feuer. Was dann geschehen ist, zog mir die Schuhe aus dem feurigen Strauß, sprach Gott zu mir heraus. Er meint zu mir: Herr Moses, Alter, hast du etwas Zeit? Ich sag: Ja, ein paar Minuten, aber nicht die Ewigkeit. Doch scheinbar war ihm das egal, er gab mir zu verstehen, ich soll jetzt zuvor drüber nach Ägypten gehen. Veranstaltungsorte der 17. Rieser Kulturtage sind Nördlingen, Wemding, Oettingen und das württembergische Bopfingen. Jährlich sterben Kinder bei uns in Deutschland, weil sie unheilbar krank sind. Stiftung Kinderhospiz Bärenherz. Wir helfen den Kindern. Und ihren Familien. Ein ganz besonderes Kunstgewerbe ist das Klöppeln, das manuelle Fertigen hochwertiger, kostbarer Spitzen, wie es im sudetendeutschen Erzgebirge zu Hause war.
Von dort brachten es Heimatvertriebene in ihre schwäbische neue Heimat. 10 Jahre besteht nun in einem ehemaligen Schulraum in Offingen-Schnuttenbach, Kreis Günzburg, eine private Klöppelstube. Jeden Mittwoch treffen sich hier 7 Klöpplerinnen, um kunsthandwerklich zu wirken und diese Fertigkeit lebendig zu halten. Ihre Leiterin und Initiatorin, die 80-jährige Gertrud Axmann, weiß von den Anfängen der gemeinsamen Aktivität zu berichten. Da hat man die Vorbereitungen getroffen, weil 1998 Schnuttenbach historisches Fest gehabt hat. 700 Jahre Schnuttenbach. Dann sind wir auf den Gedanken gekommen, wir könnten sich ja ein paar zusammenschließen und einen kleinen Beitrag bei dem Fest dazu beitragen, dass man auch was vorführen könnte. Denn Klöppeln ist ja hier unbekannt in der Gegend. Ja, und das hat man halt ein bisschen geworben, da sind wir 7 Frauen zusammengekommen. 3 sind wir aus dem böhmischen Erzgebirge, 3 sind aus hier, aus Schwaben, und eine Dame haben wir aus dem württembergischen Schwamm bei. Ja, und gut, da waren wir alle miteinander einverstanden, jede hat was dazu beigetragen, haben wir uns einen schönen Stand aufgebaut. Und Mods Erfolg gehabt da unten. Und seitdem haben wir jetzt eine Klöppelstube gegründet. Ja, und da haben wir schon diese Sachen, die da hinten an der Wand aufgehängt sind, die haben wir alle schon angefertigt. Klöppeln als Kunstgewerbe soll im 16. Jahrhundert seinen Ursprung in Italien haben. Doch zur selben Zeit wurden auch Klöppelspitzen im Erzgebirge nachgewiesen. Die Fertigung dieser zierlichen Kleintextilien geht mit spindelförmigen Spulen vonstatten, den sogenannten Klöppeln, deren aufgewickeltes Garn in 30 Fäden fachgerecht und geschickt gekreuzt und gedreht wird. Ein Osterkonzert heimischer Künstler mit Opern- und Operettenliedern im Kaisersaal des Dominikanerklosters Wittenhausen-Kreis Günzburg beschließt nun meine heutige Sendung. Grüß Gott und auf Wiedersehen in 4 Wochen beim nächsten bunten Kulturschaufenster mit Kunst und Kultur aus der Heimat für die Heimat von Flott TV aus Günzburg, hier auf diesem gewohnten Kanal, am letzten Samstag und Sonntag im Mai. So versteht du mich, mein so.